Heute machen wir leckeres Spekulatius-Eis. Alles, was wir dafür brauchen, sind 3 Eier. Spekulatius, also da werden wir 4 Stück nehmen, dann brauchen wir 300 Milliliter Vollmilch. 80 Gramm Zucker. Da haben wir uns für Kokosblütenzucker und Xylitol entschieden. Also wir machen das 50-50, ist glaube ich die sinnvollste Variante. Checken wir einfach mal ab. Dann haben wir hier noch ein bisschen Schlagsahne. 100 Gramm kommt dementsprechend dran. Und hier unten sehen wir natürlich noch unser Himalaya-Salz. Da brauchen wir wirklich eine kleine Prise. So, fangen wir an. Gramm haben wir genommen. Ich denke mal, das reicht. Ist optimal. Ihr könntet natürlich variieren, vielleicht 100 Gramm. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Dann haben wir hier die Prise Salz. Jetzt kommt die Schlagsahne hinzu. 100 Milliliter brauchen wir. Dann kommen 300 Milliliter Milch hinzu. So, das haben wir auch erledigt. So, dann werden wir erstmal unsere 3 Eier nehmen und das Eigelb erstmal da rausholen. So, das Eigelb ist drin. Ich würde sagen, jetzt hauen wir hier unsere Spekulatius drin. 4 Stück. So, dann fangen wir mal an mit dem Mixen. So, 8 Minuten. So. Nehmen wir hier auf 90 Grad. Machen das auf Stufe 2.
Jetzt könnt ihr das Video noch teilen. Einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren und anschließend natürlich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.